Im Laufe dieser DVD haben wir viele typische schachpsychologische Probleme auf der einen, aber auch ganz konkrete Denkmethoden und Ansätze zur mentalen Stärkung kennengelernt. Jetzt stellt sich natürlich für Sie die Frage, wie Sie diese Vielzahl an Ideen und Ansätzen am besten in Ihre eigene Praxis einbauen können und was dabei zu beachten ist. Das allererste, was wichtig ist, ist eine kritische Selbstanalyse. Und dazu ist das wichtigste Instrument, eine Form von Turniertagebuch anzulegen. Das muss gar nicht umfangreich sein, aber der entscheidende Punkt sollte sein, möglichst knapp nach einer beendeten Turnierschachpartie sich nicht nur die kritischen Varianten kurz zu notieren oder in Chessbase natürlich einzugeben, die Sie während der Partie gesehen haben, wohlgemerkt, nicht die zunächst die objektiv richtigen, sondern erstmal das, was Sie wirklich ehrlich gesehen hatten. Und zum Zweiten vor allem Ihre Befindlichkeit. Also denn Sie werden herausfinden, wenn Sie das eine Zeit lang verfolgen, dass bestimmte äußere Ereignisse natürlich naheliegen, wenn Sie zum Beispiel zu wenig geschlafen haben, am Abend zu viel gezecht haben, wenn es vielleicht privaten Stress gegeben hat, dass es in die eine oder andere Richtung starke Auswirkungen auf Ihre schachliche Leistungsfähigkeit haben kann. Und erst wenn Sie diesen Zusammenhang verstanden haben, haben Sie zumindest eine Chance, hier gegenzusteuern. Das Problem ist, wenn wir nicht ganz unmittelbar nach der Partie das unternehmen, uns diese Notiz zu machen, dann wird es kurze Zeit später unwiederbringlich aus unserem Gedächtnis entschwunden sein. Und auch um eine klare Analyse unserer schachlichen Stärken und Schwächen machen zu können, ist es wichtig, das, was wir uns wirklich überlegt und gesehen hatten in der Partie, auch möglichst zeitnah zu notieren. Das andere Trainingstool hatten wir ja schon angesprochen, nämlich das laute Denken, das von einem Freund, Kollegen protokolliert wird. Auch das ein wichtiger Ansatz, um zu sehen. Zum Beispiel sind wir im Bereich der Technik eher auf Seiten der Klippen der Angst oder Klippen der Gier. Was sind eventuell typische Denkfehler? Neigen wir dazu, die Varianten ohne Bewertung zu verlassen und uns im Kreis zu drehen? Ist unser Visualisieren vielleicht unscharf? Versteifen wir uns zu schnell auf eine Variante, statt breit zu bleiben? Das sind alles Dinge, die wir durch diese kritische Beobachtung, durch dieses Turniertagebuch oder aber über die Arbeit mit einem Freund, mit einem Kollegen, der unser lautes Denken dokumentiert und vielleicht auch sonst uns von außen mal betrachtet und uns möglichst objektiv Feedback gibt, uns ein ganzes Stück voranbringen zu können. Ja, der nächste Punkt, wenn das geschehen ist, ist, dass wir die Trainingsmethodik, die wir uns jetzt aneignen wollen, sei es zum Beispiel das rückwärtsgerichtete Denken oder sei es das Prinzip der negativen Selektion oder was auch immer, dass wir jetzt in Angriff nehmen wollen, dass wir das zunächst uns nur im Training damit beschäftigen. Das heißt, dass wenn wir uns jedes Mal, wenn wir zu Hause eine Kombination anschauen, wenn wir eine Partie nachspielen, was auch immer, eine Blitzschachpartie, dass wir versuchen, uns darauf zu konzentrieren. Denn es ist klar, in einer echten, wichtigen Turnierschachpartie etwas Neues einzusetzen, das ist nicht einfach. Und das erst, wenn wir im Training das mehrfach gemacht haben, dann, wenn es ins Fleisch und Blut übergegangen ist, dann kann es gut funktionieren. In der Turnierpartie selbst ist meine Empfehlung, dass man sich auf keinen Fall überfrachtet, sondern sich jeweils einen guten Vorsatz des Tages vornimmt und sich eine Zeit lang nur auf diesen einen Aspekt möglicher Verbesserung konzentriert. Dazu möchte ich zum Abschluss ein eigenes Beispiel noch anführen. Und zwar erinnere ich mich noch bis heute, der leider vor kurzem verstorbene Großmeister Juri Rasuwajew, der auch ein erfahrener Schachtrainer war, während ich auf der anderen Seite sehr bedauert habe, im Laufe meiner Schachkarriere, zumindest bis ich Großmeister war, niemals einen Trainer gehabt zu haben, sondern musste mir alles autodidaktisch erarbeiten, was eigentlich zu der damaligen Zeit den meisten Westgroßmeistern so ging. Ich nutze die Gelegenheit, dass wir beim Turnier in Prag gemeinsam spielten und ein ganz gutes freundschaftliches Verhältnis hatten, dass ich Rasuwajew fragte, nachdem er ein paar Partien ja von mir live miterlebt hatte und wir auch gegeneinander gespielt hatten: Ja, wenn du mein Trainer wärst, was würdest du mir denn empfehlen? Was fällt dir auf bei meinem Spiel? Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen und für mich durchaus verblüffend zur damaligen Zeit. Wohlgemerkt war ich schon Großmeister und hatte auch in der direkten Begegnung gegen Rasuwajew noch ein bisschen glücklich gewonnen. Er sagte zu mir: Ja, also dein Gefühl für Figurenspiel und Initiative ist ganz gut, aber von Bauernstrukturen hast du keine Ahnung. Naja, nach dieser schwarz-weiße Kröte musste erstmal geschluckt werden. Das war kratzend natürlich ein bisschen in meinem Selbstbild, nachdem ich vor nicht allzu langer Zeit damals erst Großmeister geworden war.
Aber nachdem ich mir einige eigene Partien genau unter diesem Aspekt dynamische Bauernzüge und im Speziellen fiel mir dann auch auf, dass ich sehr ungern Bauern von meinem eigenen König vorziehen wollte, auch wenn es konkret gut war, anschaute, musste ich sagen, der Mann hat recht. Als ein kleines Beispiel eine etwas ältere Partie, die mir dann auffiel, als beim ersten Großmeisterturnier es noch recht unerfahren war. Ich hatte diese Position mit Weiß gegen Jonathan Spielman angestrebt, weil ich dachte, von der statischen Bauernstruktur her, dass das recht gut aussieht und der schwarze Läufer eingeengt ist. Also ich hatte ihm wohlgemerkt diese Stellung schon ein paar Züge vorher angestrebt. Meine Träume gingen natürlich dahin, meinen Springer her nach E4 zu überführen, dann meinen König zu befreien und durch diese bessere Bauernstruktur Vorteil zu erlangen. Aber einige dynamische Züge von Spielman, der die Stellung damals viel besser verstanden hatte, machten das natürlich völlig zunichte. Heutzutage wäre es selbstverständlich für mich, aber damals war ich recht überrascht, wie schnell das jetzt mit meiner Position bergab ging. Denn rein statisch gesehen ist ja nun der schwarze Bauer auf E6 schwach geworden, aber dadurch, dass die schwarze Figurenaktivität weit überlegen ist, entwickelt sich das völlig anders als von mir ursprünglich angenommen. Nach dem programmatischen Zug CSA3, der dem König ein Feld hier auf CSA2 schaffen soll, war ich immer noch relativ optimistisch. Aber jetzt folgte der nächste Schlag und statt einer statisch besseren Bauernposition hat eine ganz deutliche dynamische Umwälzung stattgefunden. Nach Bauer schlägt E5, Springer schlägt E5, Turm Emil1, Springer Friedrich 5. Wurde es immer klarer, dass das schwarze Figurenspiel überlegen ist und ich mit einigen konkreten Problemen zu kämpfen hatte. Ich versuchte mich zu entlasten mit Springer Dora 6 Schach, Springer Dora 6, Läufer schlägt Berta 7 Schach, König schlägt Berta 7, Turm schlägt Emil 5. Aber nach Turm Friedrich 8 hatte ich mit sehr ernsten Problemen zu kämpfen und nach dem Rückzug Turm Emil 2 folgte noch der hübsche Schlag Springer Emil 4, der nun endgültig das dynamische Potenzial der schwarzen Figuren freisetzt. Man sieht, mit einigen dynamischen Zügen hat Spielman die gesamte Zentralstruktur weggesprengt und hat dadurch das große Manko der weißen Stellung, nämlich diese unglückliche Königsstellung, die den Turm einsperrt, sehr drastisch bloßgelegt. Denn der Springer darf ja nicht schlagen wegen Turm Friedrich 1 Schach und auch Turm schlägt Emil 4, Turm schlägt Friedrich 2, wäre ganz furchtbar, sodass ich hier zum kläglichen Rückzug Springer Dora 1 gezwungen war. Aber Schwarz hatte großen Vorteil nach Turm Friedrich 1 und es gelang Spielman, eine gute Partie zu gewinnen. Ja, nachdem ich ja viele, viele Jahre später das erst verstanden hatte, wirklich, dass das Problem war, dass ich einfach Bauernstrukturen zunächst mal als festgefügt annahm und teilweise gar nicht auf die Idee kam, nach dynamischen Bauernzügen zu suchen. Versuchte ich nun in Zukunft ganz bewusst meinen Fokus auf diesen Bereich zu richten.